Seit 5 Wochen lebt Familie Scherk an einem See in Großheide. Sie haben wegen Eigenbedarfs ihre Unterkunft verloren, sagen sie. Eigentlich dürfen sie auch an dem See nicht leben, denn es handelt sich um ein Naturschutzgebiet. Die Gemeinde sucht bereits nach einer Notunterkunft. Die Situation der Familie ist schwierig. Nervlich bin ich ganz schön am Ende. Mein Sohn, der verspielt das alles ein bisschen, aber er ist auch ziemlich fertig. Besonders die Zwangsräumung hat beim Vater Spuren hinterlassen. Dadurch haben wir alles verloren. Fotos von den Kindern, Kinderfotos, Stammbuch, Geburtsurkunden, also alles, was wir eigentlich je besessen haben. Ich bin momentan sehr ratlos. Bin auch mit den Nerven ziemlich am Ende. Vielleicht kriegen wir von hier irgendwie Hilfe, dass die Leute sehen, was machen die da. Vielleicht fragen sie ja mal. Schlimm ist es jetzt hier. Besser werden kann es nur noch.